Hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Die letzte Hockergymnastik kam bei euch super an und dafür möchte ich dir ein bisschen Abwechslung geben. Du kannst sehr gerne mit mir gemeinsam jetzt direkt mitmachen. Lass uns gemeinsam anfangen. Du brauchst einen bequemen Sitz dafür, wo du gut sitzen kannst. Rutsch ein bisschen nach vorne, dass du nach hinten hin auch ein bisschen Platz hast. Du kannst alternativ jetzt auch nochmal einmal durchlüften und dann lass uns auch direkt anfangen. Richte dich mal richtig schön auf, mach dich mal gerade. Schultern lässt du jetzt mal ganz locker hängen, die Arme schüttelst du einmal aus und fang mal an, locker die Schultern zu kreisen. Ganz locker erstmal, um erstmal reinzukommen, ohne viel Aufwand. Okay, mach ein bisschen größer die Kreise. Nimm die ganzen Arme mit. Noch 3, 2, 1. Okay, die Arme haben mal Pause und du kannst dich mal zur Seite runter neigen. Linke und rechte Seite im Wechsel. Das ist übrigens auch ein super Training gegen Rückenschmerzen. Wenn du Rückenschmerzen hast, wenn du dich so ein bisschen abgeschlagen, ein bisschen müde fühlst, Hockergymnastik, Sport am Morgen ist dafür so ideal. Also auch für den Morgen bietet sich das perfekt an. Noch 3, 2 und letztes Mal. Okay, komm mal wieder in die Mitte. Leg deine Hände mal auf deine Schultern, mach dich nochmal gerade und dreh mal dich im gesamten Oberkörper nach links und rechts locker im Wechsel. Versuch dein Becken dabei möglichst gerade zu lassen, dass das nach vorne hin weiterhin schaut. Das soll nicht mitschwingen. Okay, achte jetzt mal dazu noch auf deine Atmung. Komm mal in die Mitte, einatmen, rechts, ausatmen, nach links. Nochmal, Mitte, einatmen, ausatmen, zur anderen Seite. Einatmen nach rechts, ausatmen links, nochmal einatmen, letztes Mal und kräftig auspusten. Okay, komm wieder in die Mitte, Arme haben einmal Pause, ganz locker einmal. Arme kommen nach vorne zusammen, einmal weit nach oben greifen, Hände loslassen. Und abwechselnd, linke, rechte Seite noch weiter nach oben greifen, über die Schulter richtig schön rausschieben, im Wechsel und hoch. Okay, noch 3, 2, 1, Hände gehen wieder zusammen, bisschen runter, zur Seite neigen. Und ausstrecken, richtig schön lang machen, in die Dehnung kommen und wieder zurück, zur anderen Seite neigen und rüber, in die Dehnung, richtig lang machen. Arme wieder ein bisschen runter, zur anderen Seite und komm, lang machen, zurück und zur anderen Seite. Mach dich lang, streck dich aus. Das kannst du auch ein bisschen merken in den Seiten. Und nochmal zur anderen Seite und mach dich lang. Sehr gut. Halt durch. Noch 3. Zurück. Und mach dich lang. Ja, super. Und nochmal. Gut. Und Arme haben einmal Pause. Schüttel die mal aus. Super. Sehr, sehr gut. Nochmal. Einmal die Schultern jetzt nochmal lockern. Kreis ihn nochmal ganz entspannt. Puh. Leg deine Hände mal ganz entspannt auf deinen Beinen ab. Neig dich mal nach vorne und nach hinten. Nochmal nach vorne
und nach hinten. Deswegen solltest du dir auch ein bisschen Platz lassen nach hinten, dass du da schön Freiraum jetzt hast. Okay, bleib mal jetzt vorne. Bleib mal hier, mach den Rücken gerade. Achte darauf, dass du jetzt wirklich schön mit dem Rücken gerade bleibst. Mach dir einen bequemen Sitz, dass du gut hier sitzen kannst, dass du nicht nach vorne kippst. Und jetzt mit dem einen Arm nach oben greifen. Die Wirbelsäule richtig schön lang ziehen. Wieder runter, andere Seite. Mach dich lang. Und runter. Und lang. Und runter. Nochmal. Lang machen. Und runter. Richte deinen Rücken nochmal auf. Mach dich nochmal gerade. Okay, jetzt beide Arme. Hoch, oben halten, zusammenschließen. Gut festhalten und durchatmen. Tief ein und aus. Nochmal einatmen und aus. Nochmal ein und aus. Achte mal auf deine Flanken. Versuch die mal richtig auseinander zu schieben. Einatmen. Und aus. Okay, komm einmal wieder runter. Pause. Atme einmal tief durch. Sehr gut. Du darfst dich einmal rund machen. Auch selten bei mir, aber jetzt darfst du es machen. Einmal richtig rund machen, klein machen und richte dich mal auf. Mach dich richtig schön gerade, dass wir deine ganze Wirbelsäule jetzt einmal durchmobilisieren, dass sie sich mal bewegen kann, oh, gerade wenn wir zu viel sitzen. Das ist etwas, was wir viel zu selten machen. Das tut so gut dem Körper. Sehr schön. Für die nächste Übung brauchst du ein bisschen Platz seitlich von deinem Stuhl. Wenn du auf dem Sofa bist und den Platz nicht hast, ist das gar kein Problem. Dann mach die Übung nur mit dem Oberkörper mit. Wenn du einen Stuhl, so wie ich jetzt, hast, dann mach sehr gerne mit mir gemeinsam die Übung mit. Schieb dein Bein seitlich mal von deinem Stuhl weg, dass du jetzt hier dein Bein einfach mal hinten parkst. Leg das da einfach hinten ab. Was das jetzt macht, das hat jetzt mal Pause. Mit der anderen Hand, also rechte Seite, rechte Hand, schieb jetzt mal zur linken Seite rüber. So weit wie du kommst, als würdest du da hinten was vom Regal greifen wollen. Und mach dich noch länger. Und zieh dich in die Länge. Okay? Wenn du in der maximalen Spannung angekommen bist, korrigier nochmal deinen Rücken, mach dich gerade. Und atmen. Nase ein. Mund aus. Nochmal ein und aus. Letztes Mal ein und aus. Okay, Arm einmal wieder zurück. Wir tauschen die Seite. Linke Seite hinten parken. Das hat Pause. Linke Hand schiebt sich rüber zur rechten Seite. Mach dich lang. Okay, hier angekommen. Noch einen Zentimeter weiter nach vorne greifen und atmen. Wieder Nase ein, Mund aus. Mach weiter. Korrigier dich nochmal, mach deinen Rücken lang, mach dich gerade. Okay, und komm wieder zurück. Setz dich wieder gerade hin. Richte dich auf. Nimm wieder eine bequeme Position ein. Und leg deine Hände mal vor deinem Körper so zusammen. Okay,
Und jetzt schieb mal, press mal deine Hände zusammen vor deinem Körper, dass du richtig schön Druck aufbaust. Das wirst du wahrscheinlich hier in der Brust merken, seitlich davon. Halte die Spannung und zusammendrücken. Okay, Achtung, jetzt bewegen wir uns. Halt weiter die Spannung, atme weiter und jetzt gehst du mal mit deinen Armen nach oben, halt die Spannung, jetzt merkst du es in den Schultern vielleicht und wieder runter. Brustmuskeln, Schultermuskeln, Brustmuskeln und wieder in die Schultern. Mach weiter. Noch 3, 2 und letztes Mal. Nochmal kräftig zusammendrücken, nach oben, halten, halten und wieder runter. Löst die Arme wieder. Du darfst sie mal ausschütteln. Super. Du bist so gut dabei. Wir machen jetzt nochmal 1, 2 kleine Mobilisationen, dann nochmal eine Atemübung, dann hast du es geschafft. Dafür fangen wir erstmal ganz locker bei den Handgelenken an. Kreis mal die Handgelenke, dass alle Gelenke schön geschmeidig bleiben, dass sie mobil bleiben. Das ist so wichtig dabei. Wenn es mal ganz bisschen knackt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und locker die Hände mal weit aufmachen, auseinanderspreizen und zusammen. Mal eine Faust bilden. Und im Wechsel, auseinander, zusammen. Okay, jetzt machen wir mal die Ellbogen. Halt deine Arme ein bisschen weiter oben und kreis mal deine Ellbogen. Wie gesagt, wenn es ein bisschen knackt, ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind alle schon im knackigen Alter angekommen. Das ist vollkommen in Ordnung, solange keine Schmerzen auftreten. Gut. Arme einmal wieder runter. Und die Ellbogen, die Schultern einmal kreisen. Schön lockere, große Kreise. Noch 3, 2 und letztes Mal. Gut. Die Hüften. Hüfte ganz wichtig. Bloß nicht vergessen. Abwechselnd. Linke, rechte Seite. Kreise in der Luft. Ganz locker dabei. Dass so ordentlich Gelenkschmiere dazwischen ist. Danach, wenn man das besonders morgens zum Beispiel auch macht, das Aufstehen, das Gehen, die ersten Schritte, die fallen so viel leichter, wenn wir uns schon vorher einmal bewegt haben. Also idealer Morgensport, aber auch zum Abend hin, wenn man sich dann noch mal ein bisschen auspowern möchte oder eben für den Tag, wenn man mal einen kleinen Energieschub wieder braucht. Letztes Gelenk, die Füße. Fuß ausstrecken. Und kreisen. Fußgelenk kreisen, ganz locker. Erstmal die rechte Seite. Locker im Kreis. Und einmal die Seite wechseln. Und einmal die andere Seite. Erstmal mit dem Uhrzeigersinn kreisen. Und einmal gegen den Uhrzeigersinn kreisen. Noch 3,
2, 1 und runter. Sehr schön. Leg deine Hände mal auf den Bauch. Gut. Du hast jetzt ganz viel mit deinem Körper gemacht. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen was für deine Lunge. Atme durch die Nase ein. Mund aus. Ein. Und aus. Nochmal. Ein. Lange aus. Nochmal. Ein. Lange aus. Alles rauspusten. Alles raus. Nochmal. Ein. Und alles rauspusten. So viel wie du kannst. Möglichst lange. Und pusten, pusten, pusten. Alles raus. Nochmal. Ein. Und nochmal. Letztes Mal. Nochmal kräftig auspusten. Alles raus. Und wieder einatmen. Super. Du hast es geschafft mit deinem Training. Ich hoffe, du hast dabei viel Spaß gehabt. Du konntest die Übungen gut umsetzen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Nico.